Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wendresort Simulator. Ja, in der letzten Folge haben wir ja um die Hütte beliefert und die Bahn hier beschickt, wo jetzt nämlich keine Skifahrer fahren, aber weil ich die Aufnahme gerade schon wieder gemacht habe, bis ich wieder die ganze Zeit vorwärts gelaufen bin, warum auch immer. Gott sei Dank habe ich die Aufnahme nur so kaum ersten 10 Sekunden oder was ist das passiert. Und ich habe einen Verdacht, und zwar, dass das vielleicht mit meinem Streaming Deck zusammenhängt. Frag mich nicht warum, aber ich habe Aufnahmen gedrückt ein paar Sekunden später bin ich nach vorwärts gelaufen. Ja. Und da, genau, jetzt ist es 39, wenn wir oben schauen. Und um 40 kommen dann erst die ersten Skifahrer herunter. Und sind die sozusagen vorher schon raufgefahren und die kommen jetzt runter oder irgendwie so. Ist das wahrscheinlich programmiert worden, so. Weil, ja, weil wir gestern auch das Problem war, dass sie jetzt keine Skifahrer sind. Genau, so jetzt ist es 40, jetzt müssten eigentlich gleich welche hier sein. Jetzt die Dinger hier hingestellt eben mit dem Tür. Und da sind sie schon. Genau. Perfekt. Was machen wir heute in der Folge? Ich hätte, ja, also, ich weiß, es ist unrealistisch, aber ich hätte gesagt, wir, ja, bei denen läuft's. Ich hätte gesagt, wir präparieren die Piste. Das heißt aber wahrscheinlich, dass wir jetzt bald eine Ding machen werden. Eine Timelapse. Weil sonst das Pisten reparieren, glaube ich, ein bisschen lange dauert. Aber was mich auch gerade nochmal interessiert, Job. Wir haben Beschneidung, das. Kann man irgendwie was verkaufen? Vielleicht Fahrzeuge hier, das ist nee, das. Ich würde vielleicht gern die Schneekanonen verkaufen. Ja, okay, man kann sie auch hier auf jeden Fall verkaufen. Wartung pro Tag 50 Euro, was auch 50 Euro? Alles 50 Euro? Okay, ich hatte jetzt schon gedacht, die Bissenrobbe ein bisschen mehr, aber okay. Gut, ich würde sagen, starten wir mal los und wahrscheinlich wird es dann auch gleich eine Timelapse geben. Weil mit dem 100er die Piste zu präparieren, wenn wir uns die kurz mal anschauen. Hier die 3er müssen wir präparieren. Das könnte ein bisschen lange dauern, sag ich mal. 98, ja, jetzt Schnee passt auf jeden Fall, aber präparieren müssen wir natürlich. Ich weiß nicht, wie viel Einfluss das auf die Besucher hat, aber das ist ja egal. Okay, warum auch immer jetzt mein Sunshot nicht mehr funktioniert und gut, dann spiele ich eben nur mit der Tastatur. Kein Problem, das Schild ist, okay, ist gleich ein bisschen schief gerade. Aber ich weiß nicht, bringt. Das Schild kann man sowieso irgendwie ein bisschen blöd nutzen, den Schnee schieben. Es geht nicht so gut. So, die müsste gehoben sein, genau. Dann fahren wir direkt mal los. So, okay, das leckt ziemlich. Ich stelle das ganz kurz mal runter, das habe ich gleich. Das lasse ich canceln, ich mache das alles mal auf Mittel, damit es nicht leckt. Besser, ja, Siri ist gut, warum, ich habe gerade eigentlich nicht hey gesagt, aber okay. Ja, ich hoffe, die Grafik ist jetzt besser, weiterspielen. Die FPS-Zahl ist besser. Fuck. Wie kann ich das Ding einschalten eigentlich, den Warnton? Muss ich gleich schauen. Auf jeden Fall, da stehen ein paar Leute an. Fuck. Fuck, da stehen ein paar viele Leute an. Ich laufe schon wieder einfach vorwärts. Naja, dann, ja.
Dann liegt es Gott sei Dank doch nicht am Streaming Deck. Also ich würde gern das. Ich nehme das auf 5. So. Ja. Schauen kurz mal. Seilbahnen. Ist die Wartezeit 0,1 Minuten? Was? Naja, gut. So. So fährt der auch von selbst? Nee. Ich verteile auf diesen 29 Gäste erkennen. Kleinlagen und Pisten geöffnet sind. Außerdem werden sicher zum Versorg. Im Lauftext werden stets aktuelle Informationen über Öffnungszeiten der Warnstufen oder Hinweise angezeigt. Anzeigen wird automatisch einmal pro Minute aktualisiert. Okay. Aber was mich auch gerade kurz interessiert, ist das Wetter. Fuck. Morgen. Warnstufe 1 bis 5 und Niederschlag kaum bis wenig. Naja, hoffen wir mal, dass die das nicht zu viel dass nicht eine zu hohe Lawinenstufe ist. Aber warum repariert der, also mit L geht nicht, okay, das bringt ich nicht. Warum repariert der hier so unnötig wenig? Muss man nicht wirklich das Schild auch irgendwie so, ja mal. So. Ich weiß nicht, ich probiere mal mit dem Schild irgendwie. Man kann ja nichts schieben irgendwie. Oder? Nee. Also mit dem Schild schieben geht nicht. Ah, hier kann ich präparieren. Gut. Dann würde ich aber sagen, viel Spaß mit der Timelapse.
reply, darkest light, echoes of heaven, here to you.